Na, alle zusammen, Michi ist wieder heute und für wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir einmal hier durch ein Achievement bekommen können. Und zwar haben wir hier das Spielzeug Kompendium des Neumonds. Und ja, was macht das? Benutzt, fügt ein Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu, lest einen zufälligen Band aus dem Kompendium und verwandelt euch in einen riesigen Wolf. Genau. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen einmal das Achievement machen, das wir unter Berufe und Inschriftenkunde finden. Und das heißt, der mit dem Wolf liest. Und dafür müssen wir alle von diesen vier Büchern lesen. Und diese Bücher wiederum können wir im Inschriftenkundler herstellen. Das schimpft sich Ritual des Neumonds, ist ein Rezept aus Inschriftenkunde Nordend. Und wir craften einfach eine Schildhand. Es gibt insgesamt vier verschiedene Schildhände. Also es ist random, welche ihr bekommt. Und diese Schildhände wiederum könnt ihr anlegen, aktivieren und dann verwandelt ihr euch in einen Wolf. Das Ding hat 10 Minuten Abklingzeit und die Abklingzeit teilt sich auch zwischen den vier Bänden. Und wenn ihr alle vier Bände einmal angelegt habt und gelesen habt, kriegt ihr quasi das Achievement und darüber das Toy. Und das Toy macht wahrscheinlich dasselbe, es verwandelt uns auch in den Wolf, hat auch dieselbe Abklingzeit wie diese Bücher hier. Wenn ihr die selber herstellt, kann es halt sein, dass ihr x-mal das gleiche kriegt. Müsst ihr gucken, also müsst ihr auf jeden Fall mehr als viermal wahrscheinlich herstellen. Ihr könnt aber, wenn ihr keinen Inschriftenkundler habt, das auch selber, wenn dann craften oder wenn ihr keinen habt, könnt ihr es euch im Auktionshaus kaufen. Also alle von den Dingern sind BOE und ja, müsst ihr dementsprechend kein Inschriftler sein. Gut, dann schauen wir uns einmal das Toy an. Wo haben wir es denn? Neumond, da haben wir es. Aktivieren wir es. Ihr seht, da lesen wir dann einmal drin und dann werden wir so ein Wolf und haben halt, ja, das ist dieses alte Classic-Model, ne? Aber es ist ja auch dementsprechend, die Bücher sind ja auch aus Wortel quasi von der Expansion her. Juti, das war's auch schon wieder. Wir sind jetzt 2 Minuten lang ein Wolf, können nichts drücken. Doch, die Angel können wir aktivieren. Aber sonst haben wir alle Fähigkeiten sind ausgegraut, weil wir zum Schweigen gebracht sind. Und ja, das war's dann soweit mit dem Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.